Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipus Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit einem Video, welches einen Künstler zeigt, der zeitweise dämonische Augen besitzt. Vielen Dank an den YouTuber OddM für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Zum Filminhalt. Zu sehen ist ein Künstler, der unglaubliche Balanceakte mit mehreren Glaskugeln vorführt. Er lässt sie sogar vor den Augen seines Publikums schweben. Interessant ist dabei, dass sich seine Pupillen eindeutig verändern. Das führte dazu, dass behauptet wurde, dieser Typ sei kein Mensch, sondern ein Dämon. Zur Logik. Wenn Dämonen sich mit solchen künstlerischen Darbietungen über Wasser halten müssen, dann hält sich meine Angst vor Dämonen doch arg in Grenzen. Zur Filmanalyse. Interessant ist, dass diese Vorführungen immer gleich ablaufen und mehrfach gefilmt wurden. Die Stelle mit den sich verändernden Pupillen ist in jeder neueren Aufführung vorhanden. Eine Manipulation des Filmmaterials hat nicht stattgefunden, die Aufnahmen sind echt. Das heißt, es hat sich vor den Augen der Zuschauer tatsächlich so abgespielt, wie wir es hier im Film sehen können. Der Künstler heißt übrigens Christian Jyoti Wehr. Auch wenn andere es nicht schaffen, die Vorführung mit den Glaskugeln nachzumachen, den Trick mit den Pupillen, diesen dämonischen Augen, beherrschen auch andere YouTuber. Ohne diese düstere Stimmung des Glaskugelnkünstlers verliert auch diese dämonische Handlung ihren Effekt. Und an dieser Stelle im Video sieht man auch, wie diese dämonischen Augen zustande kommen, denn hier sieht man eindeutig die Kontaktlinsen, die sich vor den Pupillen abbilden. Der Trick ist dann ganz einfach, man schiebt die Kontaktlinsen mit Hilfe dieser Hände, die sich dann immer rechts und links am Kopf befinden, nach hinten oder zur Seite weg, sodass die Kontaktlinsen nicht mehr sichtbar sind und schon kommen die normalen Pupillen wieder zum Vorschein. Aus diesem Grund sind auch diese Handbewegungen an den Augen fast immer notwendig, um die Pupillen in die gewünschte Richtung zu verschieben. Diese Kontaktlinsen kann sich jeder kaufen, wie man hier auf dieser Seite sieht, und sie für nur $24.99 bestellen. Dazu gibt es noch ein Anleitungsvideo, welches dann auch erklärt, wie das mit den Kontaktlinsen genau funktioniert. Und mit etwas Übung ist man dann in der Lage, diesen Trick nachzumachen. Ich persönlich könnte mir allerdings nicht vorstellen, solche Kontaktlinsen einzusetzen und diese dann auch noch nach oben oder zur Seite mit den Fingern wegzuschieben. Da hätte ich wohl Panik, dass ich diese nicht wieder herausbekommen würde. Mich würde mal interessieren von den Zuschauern, ob jemand Kontaktlinsen trägt und ob das wirklich so einfach möglich ist, diese mit den Fingern zur Seite zu schieben und was ihr von solchen Sachen haltet. Damit ist aber bewiesen, dieses Video ist eindeutig echt, aber der beschriebene Dämon ist natürlich ein Fake. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. Falls du ein bestimmtes Video von mir analysiert haben möchtest, kannst du mir gerne den Videolink schicken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.